Hallo ihr Lieben, ungetrennte Teile des Allerhöchsten, herzlich willkommen zu unserer Kotepperwein-Sonntagsakademie. Heute haben wir wieder die besondere Freude, unseren bezaubernden Ehrengast, den lieben Kotepperwein, dabei zu haben. Hallo lieber Kurt, schön, dass du da bist. Hallo Sami, einen wunderschönen guten Morgen und an alle, die dabei sind und miteinander in dieses zauberhafte Thema eintauchen. Ja, denn schon Mark Twain soll ja gesagt haben, gib jeden Tag die Chance, der Schönste deines Lebens zu werden. Es werden viele fragen, wie geht das denn? Deswegen wollen wir heute mal genau hinschauen mit dem Seminarthema, machen Sie jeden Tag zum schönsten Tag Ihres Lebens. Ja, welche Schritte können wir denn da gehen, lieber Kurt? Also der erste Schritt ist natürlich wie immer, aufzuwachen, aus dem Traum wach zu sein. Und solange wir schlafen, merken wir ja nicht, dass wir schlafen und nur vom Leben träumen. Solange Sie also noch in der Illusion leben, ein Mensch zu sein, verursachen Sie damit erst die ganzen menschlichen Probleme, die wir dann Schicksal nennen. Erst wenn sie zu sich selbst erwachen, erkennen, wer sie wirklich sind. Erst als erwachtes Bewusstsein treten sie ein in ihr wahres Leben. Und die ganzen menschlichen Probleme sind vorbei. Also machen Sie sich einmal bewusst, als wer leben Sie? Zu wem sagen Sie ich? Wen fühlen Sie, wenn Sie ich sagen? Und dann machen Sie sich bewusst, wollen Sie Ihr Ego glücklich machen oder sich selbst? Das sind zwei ganz verschiedene Wege und Sie können nicht beide gehen. Und lassen Sie alles los, was Ihr Leben nicht schöner macht oder gar belastet oder verkürzt. Also Ärger, Sorgen, Stress und so weiter. Und da kommt natürlich der Verstand und sagt, ja gut, aber das habe ich ja nicht in der Hand. Es gibt ärgerliche Situationen durch andere. Das kann man ja nicht ändern. Die Situation brauchen Sie auch gar nicht ändern, denn eine Situation kann Sie gar nicht ärgern, sondern, wie die Weisheit der Sprache schon sagt, ich ärgere mich über das. Und wenn Sie es sich nicht ärgern, dann ist der Ärger vorbei. Das heißt, er passiert überhaupt erst gar nicht. Also lassen Sie wirklich alles los, was Ihr Leben nicht schöner macht. Und gehen Sie in heitere Gelassenheit durch Ihr Leben, und zwar unabhängig von den Umständen. Da kommt nämlich wieder der Verstand mit seinem Urteil, seiner Argumentation und sagt, ja, also die Umstände sind ja nicht immer so toll und da kann man nicht immer gelassen sein. Doch kann man. Es ist Ihre Entscheidung. Also fangen Sie gleich an, vollziehen Sie einfach jeden Schritt sofort. Fangen Sie gleich an, in heiterer Gelassenheit zu bleiben für immer. Ganz gleich, wie die Umstände gerade sind. Denn in Wirklichkeit gibt es nur zwei Möglichkeiten. Entweder die Umstände stimmen, dann lehnen Sie sich zurück und genießen Sie. Oder die Umstände stimmen nicht. Dann sind Sie eine Chance zum Besseren. Und dann sagen Sie, danke, Leben, dass du mich durch die scheinbar ärgerliche Situation aufmerksam machst. Das stimmt so für mich nicht. Und dann verwandeln Sie das in sein Ideal. Und dann gehen Sie in heiterer Gelassenheit durch Ihr neues Leben und nutzen alles, was Sie erleben, als Chance zum Besseren. Und dazu gehört natürlich auch, praktizieren Sie ständig die Kunst des Genießens. Erfüllen Sie sich gleich jetzt mit einem wunderbaren Wohlgefühl, ohne besonderen Grund. Einfach nur, dass es Sie gibt, dass Sie leben, dass Sie die Chance haben, alles zu ändern. Und leben Sie ab jetzt für immer konfliktfrei. Machen Sie sich bewusst, ein Konflikt entsteht nicht, wie der Verstand glaubt, durch die Umstände, sondern durch das Urteil Ihres Ego und Verstandes. In Wirklichkeit ist alles nur eine Chance zum Besseren.
Das heißt also, mit ihrem So-Sein verursachen sie ständig ihre Lebensumstände, die sie dann Schicksal nennen. Und in jedem Augenblick können sie alles ändern. Das liegt in ihrer Hand. Seien Sie also ein guter Freund und ein idealer Partner, dann ziehen Sie den idealen Partner magnetisch an. Und sehr oft finden Sie ihn dann an Ihrer Seite. Denn Ihr So-Sein verwandelt auch Ihren Partner entsprechend, ruft die Wirklichkeit seines wahren Seins in Erscheinung. Und auch in einer Beziehung gibt es keinen Konflikt, sobald sie das Anderssein des anderen akzeptieren und respektieren. Für mich ist das eine besondere Chance gewesen und ist es heute noch, die gleiche Situation mit den Augen des anderen zu sehen und zu sehen, aha, so kann man das auch sehen, so kann man auch damit umgehen. Und sie versuchen dann nicht, den anderen von ihrer Meinung zu überzeugen, denn ein Mann meint natürlich, er hat natürlich die richtige Meinung, sondern sie akzeptieren, dass der andere anders ist. Und dann ist das eine Bereicherung des Lebens und keine Schwierigkeit. Und sie akzeptieren das einfach so, wie es ist. Also nicht mehr versuchen, einer Meinung zu sein oder einen Kompromiss zu suchen, tolerant zu sein, sondern die Situation als gemeinsame Aufgabe zu sehen. Und dann passiert ein Wunder. Aus dem Ich und Du wird ein Wir. Und sie erleben, ein Wir kann gar nicht unterschiedlicher Meinung sein. Und sie nehmen gemeinsam wahr, was jetzt zu tun ist. Ja, also durch deine Worte wird einem ja ganz bewusst, der schönste Tag des Lebens ist nicht das, was geschieht, sondern das, was wir daraus machen, wie wir damit umgehen. Und schauen wir doch auch nochmal auf den Chat, ob da eine Frage ist. Ja, da gibt es immer wieder die Frage zu Tieren. Du sagst ja immer, man kann nicht in das Leben eines anderen hinein verursachen. Aber wie ist das mit Tieren? Die spiegeln einem doch so oft etwas, wird hier gefragt. Genau wie ein Partner. Ein Tier ist auch ein Partner. Und die spiegeln einem meine Situation. Also geht es immer darum, bei allem, was sie erleben, alles ist eine Wirkung und alles ist Botschaft. Und da geht es darum, die Botschaft zu verstehen und zu befolgen. Bei sich selbst, bei ihrem Partner, bei einem Tier. Und dann erkennen sie die Aufgabe, aber erst natürlich, wenn sie zu sich selbst erwacht sind. Als erwachtes Bewusstsein sind sie in der Wahrnehmung und nehmen wahr, was jetzt zu tun ist. Und dann tun sie das Richtige miteinander, auch für ihr Tier. Helfen sich selbst, ihrem Partner oder ihrem Tier. Wichtig ist natürlich, sich selbst ein idealer Partner zu sein. Also prüfen Sie einmal, ob Sie wirklich sich selbst ein idealer Partner sind. Und Voraussetzung dafür ist, die Identifikation mit der Illusion des Ich aufzulösen. Ich erlebe das immer wieder, dass Menschen das alles wissen, das auch für richtig finden, überzeugt sie, das ist gut. Und dann machen sie genauso weiter als Mensch wie bisher. Haben die gleichen Probleme und es ändert sich nichts. Und prüfen Sie einmal, ob Sie bereit sind, die Konsequenz daraus zu ziehen und auch sich selbst so ein guter Freund und idealer Partner zu sein. Was macht ein guter Freund? Der hilft, sich selbst in dem Fall das Richtige zu erkennen und zu tun. Und allein das, wenn Sie zu Bewusstsein kommen, dann verschwinden all diese menschlichen Probleme, die wir Schicksal nennen. Und das verwandelt, ja, verzaubert ihr ganzes Leben. Und das liegt in ihrer Hand. Also, der einfachste Weg ist, nicht der leichteste, aber der einfachste, im anderen
den Gott zu erkennen, der er ja ist. Mit einem Gott kann man nicht kritisieren. Mit einem Gott kann man nicht streiten. Braucht man nicht ändern, sondern man liebt ihn einfach so, wie er ist. Und allein dieser Schritt würde ihre ganze Partnerschaft, ihr ganzes Leben verwandeln, ja, verzaubern. Das heißt also, ihr Umgang mit einer scheinbar Konfliktsituation entscheidet auch ihre Gesundheit, ihren Erfolg, ihren Wohlstand, ihr Glück. Denn das bestimmt ja ihr So-Sein, ihre energetische Signatur. Und das ist ihr Schicksalsmagnet. Damit verursachen sie 24 Stunden am Tag Schicksal. Und indem sie sich ändern, jede kleine Änderung ihres So-Seins spiegelt sich sofort in ihren Lebensumständen wider. Denn ein Spiegel hat keine Entscheidungsfreiheit. Der macht auch keine Fehler. Der spiegelt nur, was da ist. Wenn Sie was im Spiegel sehen, wissen Sie, das genau steht davor. Wenn Sie in den Spiegel Ihrer Lebensumstände sehen, dann erkennen Sie Ihr So-Sein. Und indem Sie Ihr So-Sein ändern, jede kleine Änderung, spiegelt sich sofort in Ihren Lebensumständen. Wird zu einer Botschaft. Und plötzlich verschwinden die Probleme aus ihrem Leben. Ja, du sagst ja auch immer so schön oder lädst dazu ein, schon morgens aufzuwachen als ich selbst. Du sagtest mal, du setzt keinen Fuß vors Bett, bevor du dir bewusst gemacht hast, wer du wirklich bist. Das ist ja ein entscheidender Schritt. Und hier ist jetzt die Frage dazu, was mache ich denn oder wie mache ich das, wenn ich morgens jetzt kraftlos aufwache, erstmal kraftlos bin? Wie kann ich dann die Energie meines wahren Seins aktivieren? Hast du da einen Tipp? Die Energie ihres wahren Seins brauchen Sie nicht zu aktivieren. Wer morgens kraftlos aufwacht, ist ein Ich, ein Ego, der Mensch. Also, das ist schon wieder eine wichtige Botschaft. Wenn ich morgens aufwache und fühle mich kraftlos, dann sagt das Leben, du bist gerade wieder in der Illusion der Identifikation mit dem Ich. Willst du das wirklich? Und das sollten Sie natürlich nicht tun. Sie fangen den Tag gleich richtig an als Sie selbst. Und dann fühlen Sie einmal, machen Sie es gerade, fühlen Sie einmal den, der Sie wirklich sind, Ihr wahres Sein, Bewusstsein. Und dann fühlen Sie, das ist immer gut drauf, das ist immer voll da, Bewusstsein ist immer vollkommen. Und dann ist es ganz leicht, sich gut zu fühlen. Und dann gehen Sie so in den neuen Tag. Und lassen Sie ganz bewusst alle Energien los und finden Sie einen weisen Umgang mit einer ärgerlichen Situation. Also nicht erst, wenn eine eintritt, sondern am besten vorher. Machen Sie sich einmal bewusst, was würde mich denn noch ärgern können? Worüber würde ich mich denn noch vielleicht ärgern? Und wie wäre denn ein weiser Umgang damit? Und dann machen Sie sich bewusst, Ärger macht alles nur noch Ärger. Also Ärger hilft, löst keine Probleme, keine Aufgaben, macht das Leben nicht besser. Also das ist eine Angewohnheit, die sollten wir wirklich nicht mehr zulassen. Und ich bin sehr dankbar, dass ich mich das letzte Mal am 23. Dezember 1979 geärgert habe. Und alle, die mich kennen, wissen, es ist nie mehr vorgekommen. Ja, sondern wenn eine für den Verstand ärgerliche Situation auftaucht, dann ist das eine Chance zum Besseren. Und dann macht mich das Leben aufmerksam. Hier kann ich jetzt einen Entwicklungsschritt tun. Und lebe bewusst in der eigenen natürlichen Vollkommenheit. Und dazu gehört, dass ich einfach alles, was ich gerade tue, Sie können gleich damit beginnen, so vollkommen wie möglich tue. Und dann passiert das Wunder. Das verändert natürlich sofort Ihr So-Sein, macht es vollkommener. Und im Spiegel der Lebensumstände erscheint dann sofort
ein vollkommeneres Leben. Das heißt, Sie alle können zaubern. Und Sie können gleich damit beginnen, einfach indem Sie Ihre eigene Schwingung, Ihr So-Sein ändern. Und wenn Sie bereit sind, hat es gerade begonnen, Ihr neues, konfliktfreies Leben. Also, unsere erlebte Realität ist ein genaues Spiegelbild unseres So-Seins. Im Spiegel unserer Lebensumstände wird unser So-Sein sichtbar. Es ist also nicht Schicksal. Viele Menschen fühlen das so, dass ich fühle es so. Schicksal ist wie Wetter. Mal kommt gutes Wetter, meistens kommt schlechtes Wetter. Man muss halt sehen, wie man damit umgeht, geht ja auch wieder vorbei. Nein, Sie haben es verursacht und Sie können es jederzeit ändern. Und das Schöne ist, wenn Sie das ändern, verschwinden diese ganzen menschlichen Probleme aus Ihrem Leben, wie Ärger, Sorgen, Probleme, Schwierigkeiten, sogar Krankheiten. Denn wenn Sie leben als erwachtes Bewusstsein und die Bedürfnisse Ihres Körpers wahrnehmen und erfüllen, hat er nie mehr einen Grund, Ihnen eine Botschaft über eine Krankheit zu schicken. Und irgendwann wird Ihnen bewusst, komisch, ich war jetzt schon lange nicht mehr krank. Krankheit verschwindet unmerklich aus Ihrem Leben, wenn Sie sich ändern. Und das Wunder ist, alles das liegt in Ihrer Hand. Das heißt, wenn sich etwas ändern soll, muss ich etwas ändern. Und was ich ändern sollte, ist mein So-Sein. Ja, konfliktfrei leben ist natürlich ein wichtiges Thema. Das beinhaltet ja, dass alles einfach so ist, wie es ist. Die anderen machen ihre Erfahrungen. Aber hier wurde gefragt von der Sandra, wenn ich jetzt in einer Kindergartengruppe 22 Kinder habe und die haben da Konflikte, hat das auch mit meinem So-Sein zu tun? Oder wie löse ich das? Wenn Sie mit Kindern umgehen, wissen Sie, Kinder machen nicht das, was man ihnen sagt. Aber Kinder machen das, was man ihnen vorlebt. Ja, das überzeugt Kinder. Das heißt also, Sie als Kindergärtnerin leben ihnen vor, wie man mit dieser gleichen Situation, über die sich ein Kind, das ja noch keine andere Lebenserfahrung hat, sich ärgert und das anders haben will, weil der Eigenwille erwacht, ist im Trotzalter, dann zeigen Sie ihm, wie könnte man mit dieser Situation jetzt weiser umgehen. Und als Kindergärtnerin wissen Sie natürlich, wie Sie das ein Kind in seiner Sprache sagen können. Und dann leben Sie ihm das vor, wie Sie jetzt mit dieser Situation umgehen, über die das Kind sich ärgert. Und da sehen die Kinder, ach, so kann man das auch machen. Und dann haben sie tatsächlich denen gleich geholfen, einen weisen Umgang mit einer scheinbar ärgerlichen Situation zu finden. Und sie selbst lassen sich nicht mehr von Tatsachen beeindrucken, sondern schaffen sich die Tatsachen, die für sie jetzt stimmen, durch die Änderung ihres So-Seins. Und das liegt ständig in ihrer Hand. Was ist mein So-Sein? Machen wir uns das nochmal bewusst. Das wird immer wieder gefragt und ich denke immer, So-Sein ist doch ein Wort, das sich selbst erklärt. Da brauchen wir doch nichts zu sagen. Aber weil das so oft gefragt wird, noch einmal zur Erklärung, falls ein Missverständnis da besteht. Mein So-Sein ist das, wie die Summe dessen, wie ich mich verhalte. Also wie ich denke, wie ich fühle, wie ich mich verhalte, welche Gewohnheiten ich habe, welche Überzeugungen ich habe. Das alles bestimmt und verändert meine Schwingung, meine energetische Signatur, mein So-Sein. Und damit verursache ich mein Schicksal. Das haben Sie also in der Hand, das jederzeit zu ändern. Das heißt, Ihr So-Sein
ist der Schlüssel zur Bestimmung Ihres Schicksals. Kommen Sie also so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung, also als erwachtes Bewusstsein, leben Sie ja als bewusster Beobachter, und als Beobachter sind Sie ja ständig in der Wahrnehmung. Denn was macht ein Beobachter? Der nimmt wahr, was gerade geschieht. Und auf einmal merken Sie, Sie haben gar keine Verwendung mehr für Ihr Denken. Das heißt, mein Verstand denkt immer weiter. Der kann nichts anderes, aber der hat sich inzwischen daran gewöhnt, dass er einen älteren Freund hat, der wahrnehmen kann. Und die Wahrnehmung kann sich nicht irren. Und er sagt, also ich würde das jetzt so machen. Aber wie ist es denn wirklich? Er verlässt sich also schon auf seinen weiseren Freund und bezieht das mit ein in seine Erfahrung und wird dadurch selber immer weiser. Also kommen Sie so schnell wie möglich vom Denken zur Wahrnehmung und zum Leben und Handeln im Mastermind. Und das liegt in Ihrer Hand. Und wenn Sie wollen, beginnen Sie genau in diesem Augenblick jetzt. Ja, eine Frage hast du jetzt eigentlich schon beantwortet. Da wurde gefragt, wie ist das bei anderen, beim Partner, wenn der mit mir nicht übereingeht oder ich ihm helfen möchte. Du hast ja gerade gesagt, erst zu mir selbst erwachen und dann eben ein leuchtendes Beispiel sein oder ihn einladen. Und da kann man ja fast nicht mehr dazu sagen. Aber vielleicht noch eine Frage hier aus dem Chat. Wie kann es denn sein, dass ich in einigen Bereichen schon die Fülle erlebe, fragt Barbara. Berufung, erfüllende Partnerschaft, aber trotzdem nie genug Geld habe. Was stimmt da nicht mit meinem So-Sein? Diese Frage dürfte sich eigentlich nicht stellen. Weil das ist ja klar. Wenn ich in einigen Bereichen Fülle erlebe, dann habe ich diese Fülle in diesem Bereich in meinem So-Sein verwirklicht. Und wenn ich bei all dem zwar glücklich in meinem Beruf bin, aber nicht genug Geld habe. Erstens, wer entscheidet, dass ich nicht genug Geld habe? Okay, der Verstand, aber weshalb habe ich nicht genug Geld? Ich erlebe das auch in meinem Umfeld immer wieder, dass sie sehr stimmig leben, aber nicht genug Geld haben. Und dann haben wir das schon ein paar Mal analysiert. Dann lag es sehr oft an meinem Selbstbild. Das heißt, ich fühle mich nicht wert, mehr zu haben. Das heißt, ich habe den Wohlstand in mir nicht verwirklicht. Ich bin erfüllt von meinem Beruf. Ich gebe alles. Ich finde dort die Anerkennung, die ich brauche. Die Menschen sind begeistert, aber ich habe zu wenig Geld. Ich habe also kein Wohlstandsbewusstsein. Und das sollten Sie vielleicht auch gleich ändern, den Schritt. Wenn ich mir bewusst mache, wer ich bin ein ungetrennter Teil der Quelle, des Ursprungs, des einen Seins, dann, und ich bin damit vollkommen, von meinem wahren Wesen her, und zur Vollkommenheit gehört natürlich, vollkommen genug Geld zu haben, also Wohlstand. Muss nicht Reichtum sein, aber Wohlstand. Das hat, wie eine Frau so schön gesagt hat, mein Mann muss gar nicht so viel Geld haben, es muss nur immer genug sein. Ja? Also verursachen Sie doch gleich jetzt einmal natürlichen Wohlstand. Denn alles, was Sie erleben wollen, muss verursacht werden. Und wenn es nicht da ist, dann ist es nicht verursacht worden. Und das Leben sagt, ja, ich kann dir das erst schicken, wenn du es bestellt hast. Ich kann ja nicht einfach von mir aus irgendwas schicken, was ich glaube, was dir fehlt. Also wenn etwas fehlt bei Ihnen im Leben, dann sollten Sie das jetzt ändern, indem Sie es verursachen. Und noch einmal ganz kurz, wie verursacht man etwas? Indem man es geistig in Besitz nimmt. Das heißt also, erster Schritt ist, Zielklarheit schaffen. Was genau will ich? Dann stelle ich mir das vor. Und viele belassen es bei der Vorstellung.
Eine Vorstellung bewirkt aber nichts. Das ist ja nur eine Vorstellung. Die steht da vorne rum. Damit sage ich nur dem Leben so. Aber das ist wie ein leeres Gefäß. Ich muss es noch erfüllen. Und jetzt machen wir das Erfüllen. Also erst die Vorstellung schaffen natürlich. Und dann gehe ich einmal ganz bewusst hinein in diese Situation und erlebe mich in der Erfüllung. Ich habe genug Geld. Ich lebe im Wohlstand. Und das muss ich jetzt noch bezahlen an der Kasse mit dem Gold meines Glaubens. Und ich mache das durch Dankbarkeit. Denn dankbar kann man nur ehrlichen Herzens sein für etwas, was man bekommen hat. Ich kann nicht dankbar sein für etwas, was ich gerne hätte. Also wenn ich dankbar bin und fühle die Dankbarkeit, dann erlebe ich ein Wunder. Denn meine gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Und wenn Sie jetzt Ihren Wohlstand fühlen, dann verursacht Ihre gefühlte Dankbarkeit genau diesen Wohlstand. Und so können Sie alles ändern. Also machen Sie sich bewusst, alles, was Sie erleben, ist in Wirklichkeit eine Chance zum Besseren. Ja, also es kommt darauf an, welche Ursachen wir setzen, worauf wir unsere Aufmerksamkeit richten, also unsere Schöpfungsinstrumente. Hier wurde noch gefragt, kann es denn sein, je mehr man erwacht, also wenn der Grad des Erwachens sich steigert, dass man dann doch mehr Botschaften oder Aufgaben bekommt, also ähnlich wie bei einer höheren Schulklasse? Wollte die DGT wissen. Nein, sondern ich bekomme die gleichen Botschaften wie vorher. Das Leben schickt ständig Botschaften. Mehr als ständig geht nicht. Ich erkenne nur mehr mit dem Grad des Erwachens. Ja, das ist der einzige Unterschied. Dadurch wird es scheinbar immer mehr. Aber irgendwann erlebe ich einfach, wenn ich entsprechend erwacht bin, dass das Leben ständig zu mir spricht und dass alles, was ich erlebe, eine Botschaft ist. Also, nutzen wir das gleich. Lassen Sie einmal alles los, was Ihr Leben schwer macht. Schauen Sie jetzt nicht Ihren Partner an. Ich meine das ganz allgemein, der könnte das missverstehen. Und dann kommt wieder der Verstand und sagt, ja, ich würde ja manches gerne loslassen, was mein Leben schwer macht, aber das lässt mich nicht los. Nein, loslassen ist ganz einfach. Sie hören auf festzuhalten. Wenn Sie etwas nicht mehr festhalten, sorgt die Schwerkraft dafür, dass es runterfällt. Dann haben Sie losgelassen. Wenn Sie etwas nicht loslässt, dann haben Sie nicht losgelassen. Also lassen Sie los, indem Sie erkennen, das gehört nicht mehr zu mir. Und am besten, ich mache es so, verwandeln Sie das, was nicht stimmt, in das, was stimmt. Und dann ist das Ärgerliche, Unstimmige wieder eine Chance zum Besseren. Lassen Sie zum Beispiel auch jedes Muss los. Sie müssen nicht. Da kommt wieder der Verstand, sagt, ja, Moment, hört sich gut an, aber ich muss ja Geld verdienen. Ich muss ja von was leben. Ich muss ja für meine Gesundheit sorgen. Ich muss ja. Müssen Sie nicht. Geld muss man gar nicht verdienen. Es genügt vollkommen, dass Sie es verursachen. Dann haben Sie es ja. Und machen Sie sich einmal bewusst, für uns ist das so selbstverständlich, dass man Geld verdienen muss. Die Sprache anderer Völker zeigt, dass sie ganz anders zu Geld kommen. Die Amis zum Beispiel, die machen Geld, to make money. Ja, fühlen Sie einmal, das fühlt sich doch ganz anders an als verdienen. Dienen, das heißt, zu sich beugen müssen, sich einfügen in irgendwas. To make money, das ist, ja, ich bin ein Macher, jetzt gehen wir raus und machen mal ordentlich Geld hier. Ja? Oder Franzosen gewinnen Geld, gagner d'argent. Die Ungarn suchen Geld. Ich weiß nicht, ob sie es gefunden haben inzwischen.
Ja, das heißt also, die Sprache eines Volkes gibt schon unterschiedliche Wege vor, wie man zu Geld kommt. Und allein das zeigt uns, dass man auf ganz unterschiedlichen Wegen zu Geld kommen kann. Das muss man gar nicht verdienen. Aber ich muss es, wenn ich es haben will, muss ich es verursachen. Ja, das ist ganz klar. Aber das ist kein Muss, sondern das ist eine Chance. Das ist ein Geschenk. Das heißt, gehen Sie einmal hinein in die Situation. Alles, was in meinem Leben nicht optimal ist, kann ich in jedem Augenblick ändern. Der beste Zeitpunkt ist immer jetzt. Dann gehe ich ganz hinein, mache mir einmal bewusst, machen Sie sich gleich einmal etwas bewusst, was nicht so optimal ist in Ihrem Leben. Und dann gehen Sie die Schritte, die wir eben besprochen haben. Wie wäre es denn optimal? Ich gehe immer vom Ideal aus. Wie wäre es denn ideal? Okay, und dann nehme ich dieses Ideal geistig in Besitz. A, durch die Vorstellung der Erfüllung. Dann gehe ich hinein in die Erfüllung, erlebe mich in der Erfüllung und verbinde das mit einem starken Gefühl der Freude und Dankbarkeit. Jetzt habe ich aus einer Möglichkeit der Zukunft erlebte Realität der Gegenwart gemacht. Ich erlebe ja gerade mich in der Erfüllung. Und diese gefühlte Dankbarkeit verursacht das, wofür ich dankbar bin. Und da verschwindet jedes Muss aus Ihrem Leben und wird zu einer Chance zum Besseren. Aber machen wir uns noch bewusst, entscheidend ist, als wer ich lebe. Wenn ich das Leben als ich erlebe, in der Illusion, ein Mensch zu sein, dann ist Leben mehr oder weniger belastend. Sobald ich aber mein Leben als ich selbst erlebe, ist es ein Geschenk. Und alles, alles ist eine Chance zum Besseren. Ja, hier wurde nochmal von mehreren gefragt, wie gehe ich denn mit Trauer oder Trauer bei Verlust um? Wenn ich jetzt einen geliebten Menschen oder ein Tier verliere, wie gehe ich denn damit um? Ja, das ist kaum jemandem ist bewusst, dass Trauer Egoismus ist. Ja, ich schaue nicht darauf, dass der geliebte Mensch, der gerade sein Leben beendet hat, jetzt seine Schulzeit beendet hat, vielleicht seine Lebensabsicht erfüllt hat und nach Hause darf, sondern ich schaue nur als Ego auf mich. Ach, das wäre so schön, wenn der noch da wäre. Jetzt ist er weg. Wieso hat er mich verlassen? Jetzt bin ich so traurig. Eigentlich sagt das Leben, hör mal, ist dir eigentlich bewusst, wie egoistisch du gerade bist? Ja, wie soll ich denn anders damit umgehen? Das ist doch traurig, wenn ich den jetzt verloren habe. Dann sagt das Leben, du kannst den anderen gar nie verlieren. Du hast ihn ja nie besessen. Sondern du kannst aber jetzt weise damit umgehen, mit dem scheinbaren Verlust des Egos, indem du dankbar bist für die Zeit, die wir miteinander hatten. Dass wir uns so gut verstanden haben, dass der andere mich so lange begleitet hat, dass wir so viel Schönes erlebt haben. Naja, und letztlich, dass wir uns ja zu Hause wiedersehen, solange wir in Liebe verbunden sind. Ob das ein Mensch oder ein Tier ist, ganz gleich. Das heißt also, es kommt nicht auf die Situation an, auf das Ereignis, sondern darauf, wie ich damit umgehe. Und was viele tun, das sollten sie jetzt auch nicht mehr tun, ab heute, nicht mehr unbewusst eine negative Zukunft verursachen. Das heißt, alle, negativen Energien loslassen. Denn jede negative Energie wie Ärger, Sorgen, Kummer, Leid, Trauer kann nur eine entsprechend negative Zukunft verursachen, die Sie ja wahrscheinlich nicht haben wollen. Also sich nicht mehr ärgern, sich keine Sorgen mehr machen, sondern dafür sorgen, dass Sie sich keine Sorgen machen brauchen, durch Verursachen. Dann brauchen Sie sich keine
Sorgen machen. Sie sorgen einfach, sie verursachen einfach, dass das gut ausgeht, wo sie sich sonst Sorgen gemacht hätten. Und ständige gute Laune. Dann keinen Streit mehr ab jetzt. Und da kommt oft die Frage, naja, aber wenn der andere doch mit mir streitet. Es gibt ein arabisches Sprichwort, mit einer Münze kann man nicht klimpern. Sie brauchen immer zwei. Ja, versuchen Sie mal mit mir zu streiten. Dann werden Sie sehen, das geht nicht. Sie können machen, was Sie wollen. Aber zum Streiten brauchen Sie den anderen. Wenn er nicht mitstreitet, dann geht's nicht. Ja, das heißt also, Sie entscheiden, ob Streit in Ihrem Leben stattfindet. Oder für den Verstand auch undenkbar. Keine Kritik mehr. Ich kann doch nicht einfach mit allem einverstanden sein. Doch, kann ich. Der andere ist so. Also kann ich mit ihm hinschauen, wieso ist der denn so? Wieso sieht er das so? Und dann können wir miteinander hinschauen, gut, wie gehen wir denn jetzt damit um? Und dann erleben wir wieder, dass das Wir nicht unterschiedlicher Meinung sein kann. Und dann tun wir das, was in dieser Situation jetzt zu tun ist. Und dazu gehört auch, die Vergangenheit loszulassen oder auch Stress auflösen. Stress ist auch ein Beispiel, dass Sie im Ich sind. Ein Mensch. Bewusstsein kennt keinen Stress. Warum? Weil im Jetzt ist immer nur eine Sache zu tun. Es gibt nie ein Jetzt, wo zwei Dinge jetzt zu tun sind. Jetzt ist immer nur eins zu tun. Ja, und wenn Sie bei Bewusstsein sind und wahrnehmen, was jetzt zu tun ist, dann kann kein Stress mehr entstehen, weil jetzt ist das zu tun und jetzt ist das zu tun und jetzt ist das zu tun. Und so optimieren Sie ständig Ihr So-Sein und tun das, was jetzt stimmt. Ja, so einen besonders schönen Satz von dir, der sehr einleuchtend ist, den möchte ich auch noch teilen. Denn du hast ja mal geschrieben, der schönste Tag Ihres Lebens liegt immer noch vor Ihnen. Und da ist mir bewusst geworden, wie wichtig das ist, denn nur wenn der schönste Tag vor mir liegt, lebe ich ja im Jetzt. Wenn der schönste Tag hinter mir liegt, wie bei den meisten, dann lebe ich ja in der Illusion der Zeit, in der Vergangenheit. Das Wort fiel mir gerade noch ein. Aber etwas ganz Praktisches, nochmal aus dem Chat. Du sagst ja immer, wir sollen nur wirkliche Lebensmittel essen. Was sind das denn, wurde gefragt. Ist das denn nur Obst und Gemüse? Hast du da noch einen Tipp? Ja, also der Verstand macht aus allem ein Problem. Das Wort ist doch auch selbsterklärend. Also, wenn Sie beim Einkaufen ab jetzt nicht sich von Ihrer Gewohnheit bestimmen lassen und einkaufen, was Sie immer einkaufen, sondern bei allem, was Sie einkaufen wollen, prüfen, spüren, fühlen, erleben, wie viel Lebensenergie hat das denn? Wie lebendig ist das denn? Und das ist nicht nur Obst und Gemüse. Das ist sehr viel anderes auch. Ja? Und dann erkennen, und dann kaufen Sie gleich schon anders ein, nämlich nach der Lebensqualität der Lebensmittel. Wir kaufen gerne für unsere Zunge ein und kaufen Genussmittel. Das schmeckt mir am besten. Wem schmeckt das denn am besten? Meiner Zunge. Das heißt also, die paar Gramm Körper, die bestimmen, was der ganze Körper zu essen kriegt. Und das stimmt natürlich meistens nicht. Und deswegen sollten Sie als Bewusstsein wahrnehmen beim Einkaufen auch, ist das jetzt für mich richtig? Tut mir das gut? Ist das wirklich ein Lebensmittel? Und gut, viele Dinge sind ein bisschen verändert, bearbeitet und sind nicht mehr so ganz lebendig, aber der Körper kann schon was vertragen. Also nehmen Sie wahr, das geht schon, das ist in Ordnung. Und dann kaufen Sie ganz anders ein. Aber was mir noch wichtig ist, fangen Sie gleich damit an, zelebrieren Sie ab jetzt sofort jeden Augenblick Ihres Lebens.
erfüllen Sie einmal jeden Augenblick. Und da tauchte auch oft die Frage auf, was ist eigentlich zelebrieren? Ja, zelebrieren ist erfüllend erleben, bewusst erleben, das Leben praktizieren wie eine heilige Handlung. Und wenn Sie so leben, dann leben Sie bewusst in der Zeitlosigkeit des Jetzt und auf einmal ist alles etwas ganz Besonderes. Und Sie entdecken das Besondere im Alltäglichen. Zum Beispiel, machen Sie sich einmal bewusst, welches Geschenk macht mir das Leben in diesem Augenblick jetzt? Das Leben ist ein Geschenk, in jedem Augenblick. Und dann kommt der Verstand wieder mit seiner Skepsis und seinem Urteil und sagt, naja, in jedem Augenblick ein Geschenk finde ich jetzt nicht. Wenn Sie das nicht finden, hören Sie mal auf die Weisheit der Sprache, dann haben Sie es nicht gefunden, dann haben Sie es nicht erkannt. In Wirklichkeit ist jeder Augenblick ein Geschenk. Also machen Sie sich einmal bewusst, welches Geschenk macht mir denn das Leben in diesem Augenblick jetzt? Zum Beispiel, indem Sie zu Bewusstsein kommen und damit Ihr Superimmunsystem aktivieren, Ihr Regenerationsgen, indem das Leben macht Ihnen das Geschenk, dass Sie jetzt, in diesem Augenblick, eintreten können in Ihre natürliche Vollkommenheit, einfach indem Sie alles, was Sie gerade tun, so vollkommen wie möglich tun. Oder das Leben macht Ihnen das Geschenk, bewusst zu leben als Unsterblicher, der Sie ja sind. Also machen Sie sich einmal bewusst, Ihnen kann hier nichts passieren. Sie sind unkaputtbar. Sie sind hier nur vorübergehend zu Besuch und machen hier einige Erfahrungen, aber Sie sind ewiges Sein. Sie können weder krank werden, noch werden Sie mit der Zeit älter, noch können Sie sterben. Sie sind ewig. Fühlen Sie einmal, ich bin vollkommenes, ewiges Sein. Ich muss hier nicht vollkommen werden. Ich brauche nicht an mir arbeiten, vorwärts kommen, ein besserer Mensch werden. Ich brauche nur der zu sein, der ich ja bin. Das allein verwandelt, ja, verzaubert Ihr ganzes Leben. Ja, also, wenn wir unsere Aufmerksamkeit wirklich auf das Wunder des Augenblicks richten und jeden Augenblick zelebrieren, wie du gesagt hast, dann erleben wir ja den schönsten Tag unseres Lebens in jedem Augenblick. Denn das ist ja die Zeitlosigkeit des Jetzt und das darf der schönste Tag des Lebens sein. Aber schauen wir noch mal kurz auf den Chat, was hier steht. Ja, genau, das Geschenk des Augenblicks haben viele erkannt. Ja, nochmal zu den Lebensmitteln wurde gefragt, wie ist das denn mit Alkohol? Der verändert ja den Charakter oder verändert die Persönlichkeit. Wie soll man damit umgehen? Vielleicht, wenn auch jemand anders viel trinkt. Hast du da noch einen Hinweis? Ganz einfach, da kommt es auf die Menge an. Wenn Sie Alkohol als Genuss trinken, wegen dem Geschmack, und auch wegen der Leichtigkeit, die dann entsteht, dass die ja, jetzt wieder Probleme in den Hintergrund treten, das ist ja nur für ein Ego. Und Bewusstsein braucht das nicht. Also Sie merken einfach, Bewusstsein braucht keinen Alkohol. Aber wenn mir das schmeckt, ein Glas ist eine Verbesserung meines Lebens. Viele Gläser sind eine Belastung meines Lebens. Da entscheidet also die Menge. Dann bleibe ich dabei, solange es ein Genuss ist und solange es mir Freude macht, genieße ich es und lasse daraus aber keine Gewohnheit werden und lasse vor allen Dingen daraus keine Menge werden, die meinen Körper belasten könnte. Machen Sie sich immer bewusst, ein bisschen was Falsches kann Ihr Körper jederzeit wegstecken. Das ist überhaupt kein Problem. Also machen Sie auch ruhig Ihrer Zunge mal eine Freude, aber schütten Sie nicht gleich einen Liter rein, sondern ein Glas, vielleicht noch ein zweites, sollte reichen.
So, und dann fassen wir jetzt zum Schluss noch einmal zusammen. Und beim Schluss kommt es immer darauf an, dass Sie jeden Schritt nochmal überprüfen, habe ich den bereits in meinem Leben verwirklicht? Und jeden Schritt noch einmal bewusst, vollziehend erleben und fühlen, dass es so ist. Also, lebe ich wirklich als ich selbst oder bin ich immer wieder mal im Menschsein, in der Illusion? Warum tue ich mir das an? Das ist doch eine Illusion. Das ist doch nicht die Wirklichkeit. Machen Sie sich bewusst, Ihr Leben beginnt nicht mit der Geburt Ihres Körpers. Ihr wahres Leben beginnt in dem Augenblick, wo Sie zu sich selbst erwachen und leben als der, der Sie wirklich sind. Alles bis dahin ist nur Vorbereitung auf das Leben. Das ist wie die pränatale Phase. Solange Sie noch im Mutterleib sind, bereiten Sie sich vor auf das Leben. Erst wenn Sie geboren werden, treten Sie ein in das Leben. Und in das geistige Leben treten Sie ein, in dem Moment, wo Sie zu sich selbst erwachen und leben als der, der Sie wirklich sind. Also bewusst leben als Sie selbst. Und dann den nächsten Schritt vollziehen. Lassen Sie spätestens jetzt alles los, was Ihr Leben nicht schöner macht. Und erleben Sie ab jetzt nur noch das, was Ihr Leben schöner macht. Da kommt vielleicht wieder der Verstand und sagt, naja, also meine Tätigkeit macht mir im Moment mein Leben nicht schöner. Naja, warum tun Sie das? Warum verursachen Sie nicht eine Tätigkeit, die Ihre wahre Berufung ist, die Sie erfüllt, die Ihrer Lebensabsicht entspricht? Denn erst dann können Sie ja wirklich erfolgreich werden. Und dann leben Sie auch in der natürlichen Fülle und so weiter. Also Sie haben das bisher verhindert. Aber das Schöne ist, Sie können es ja in jedem Augenblick ändern. Und das Wichtigste, damit jeder Tag wirklich der schönste Ihres Lebens wird, ist, praktizieren Sie ständig die Kunst des Genießens. Da kommt natürlich wieder der Verstand mit seinem Urteil, sagt, naja, es passiert ja nicht dauernd irgendwas Schönes, das man genießen könnte. Doch, das Leben ist ein Geschenk. Genießen Sie alles, was geschieht, als Chance zum Besseren. Fangen wir gleich mal an und machen uns einige Punkte bewusst, die Sie genießen könnten. Genießen Sie einmal, dass es Sie gibt. Und fühlen Sie einmal, ich bin. Ich bin vollkommen. Ich bin ewig. Ich bin unsterblich. Mir kann hier nichts passieren. Ich bin hier nur vorübergehend zu Besuch. Und genieße einfach den Film des Lebens. Und ich genieße weiter, dass ich alles jederzeit ändern kann. Also, wenn es mir nicht gefällt, lege ich einen anderen Film ein. Dann genieße ich das wunderbare Wohlgefühl, das mich erfüllt. Und dann sagt der Verstand vielleicht, mich erfüllt aber gar kein Wohlgefühl im Moment. Ja, warum denn nicht? Ist doch Ihre Entscheidung. Also, machen Sie es gerade. Erfüllen Sie sich einmal mit einem wunderbaren Wohlgefühl, das jede Zelle Ihres Körpers durchdringt und erfüllt, heilt, gesund werden lässt. Fühlen Sie einmal vollkommene Gesundheit. Auch wenn der Verstand jetzt wieder sagt, ja, ich bin aber gerade nicht vollkommen gesund. Doch Sie sind immer vollkommen gesund. Ihr Körper ist vielleicht nicht immer vollkommen gesund. Aber der ist es nur deswegen, weil Sie verursacht haben durch Ihr So-Sein, dass der Körper Ihnen eine Botschaft schicken muss. Das heißt, er muss Ihnen die schicken, das ist seine Aufgabe. Aber das ist wie eine Mahnung, die Sie bekommen. Um die Mahnung, sprich Krankheit, brauchen Sie sich überhaupt nicht kümmern. Sie müssen die Rechnung bezahlen. Und wenn Sie die Rechnung bezahlt haben, können Sie die Mahnung einfach wegschmeißen. Die ist bedeutungslos. Das heißt,
Wenn eine Krankheit kommt, ist das kein Zufall oder eine Strafe oder eine Belastung, sondern eine Botschaft, dass da eine Rechnung offen ist, eine Disharmonie, eine Aufgabe zu erfüllen ist. Dann erkennen Sie die Botschaft, erfüllen die Botschaft und die Krankheit verschwindet ganz von selbst ohne jede Behandlung. Dann genießen Sie Ihren angenehmen Wohlstand. Und wenn er nicht da ist, dann haben Sie ihn nicht verursacht. Dann sagen Sie, oh, danke, Leben, stimmt. Ich lebe ja gar nicht im Wohlstand, muss ja nicht sein. Also, Sie wissen ja inzwischen, wie es geht, verursachen Sie Ihren Wohlstand. Genießen Sie Ihre liebevolle Beziehung. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, dann sind Sie vielleicht noch kein idealer Partner. Dann werden Sie ein guter Freund und ein idealer Partner. Und dann passiert ein Wunder. Das verwandelt, ja verzaubert den Partner an Ihrer Seite. Dann genießen Sie, dass Sie in der Wahrnehmung leben. Genießen Sie Ihre gute Laune. Genießen Sie Ihr märchenhaftes Leben. Und wenn Ihr Leben nicht märchenhaft ist, dann haben Sie es noch nicht verursacht. Dann ist das wieder eine Chance zum Besseren. Gleich jetzt. Verursachen Sie Ihr neues, märchenhaftes Leben. Und genießen Sie es, alles vollkommen zu tun. Genießen Sie, das Leben zu zelebrieren, wie eine heilige Handlung. Und genießen Sie das Besondere im Alltäglichen. Also Sie sehen, es gibt eine ganze Menge zu genießen. Das Leben macht Ihnen dauernd Geschenke. Sie haben es vielleicht nur nicht beachtet bisher. Und mit dem zunehmenden Grad des Erwachens erkennen Sie auch immer mehr nicht nur die Botschaften, sondern Sie erkennen auch immer mehr die Geschenke, die Ihnen das Leben macht. Optimieren Sie also ab jetzt ständig Ihr So-Sein, Ihren Schicksalsmagnet, denn damit verursachen Sie Ihr Schicksal. Und gehen Sie wirklich in jedem Augenblick in heiterer Gelassenheit durch Ihr Leben. Nie mehr Streit, nie mehr Kritik. Vielleicht ein Wort zur Kritik, weil der Verstand damit nicht zurechtkommt. Wenn etwas ist, was der Verstand kritisiert, Kritik besteht immer aus zwei Teilen. Einen negativen Teil und einen positiven Teil. Der negative Teil ist, das machst du falsch. Und der positive Teil ist, so könnte man das vielleicht besser machen. Und jetzt lassen Sie einfach nur den negativen Teil der Kritik weg und geben nur noch Anregungen, wie man das besser, schöner, leichter machen könnte. Dann gibt es keinen Streit, keine Reiberei, der andere ist nicht verletzt und Sie leben wirklich konfliktfrei, in ständiger guten Laune, zelebrieren Ihr Leben und erkennen ganz bewusst das Besondere im Alltäglichen und tun ab jetzt alles so vollkommen wie möglich und leben bewusst als das eine Sein. Machen Sie sich noch einmal bewusst. Wir alle sind immer Wellen auf dem Ozean des einen Seins. Eine Welle ist aber immer verbunden mit dem Ozean. Die Welle können Sie gar nicht trennen vom Ozean, sonst wäre sie ja eine Portion Wasser. Sondern eine Welle ist auch gleichzeitig immer der Ozean. Also machen Sie sich bewusst, Sie sind ständig das eine Sein. Und jetzt leben Sie ab jetzt bewusst als das eine Sein. Und tun das, was das eine Sein jetzt durch Sie in der Situation Ihres Lebens gerade tun will.
und sind so im Einklang mit dem Willen des einen. Und dann ist nicht nur jeder Tag, sondern jeder Augenblick der schönste ihres Lebens. Danke, lieber Kurt, für deine zauberhafte Präsenz und deine hilfreichen Zauberworte. Danke. Bis irgendwann. Ich bedanke mich für die Begegnung und machen Sie sich bewusst, das Leben hat Ihnen gerade ein Geschenk gemacht. Aber wie groß das ist, das entscheiden Sie jetzt. Wenn Sie bereit sind, verwandelt, ja verzaubert es ab jetzt Ihr ganzes Leben und Sie treten ein in Ihr neues, märchenhaftes Leben, in das faszinierende Abenteuer Ihres wahren Lebens. Und wenn Sie wollen, beginnt es genau in diesem Augenblick, jetzt.